So, Dille, da sind wir wieder zurück und Mulenia ist vielleicht auch diesmal dabei. Ja, diesmal bin ich dabei. Ja, diesmal ist sie dabei. Ich glaube, ich sollte mal mein Mikro vielleicht ein bisschen anders machen. Moment mal eben. So. Jetzt atmest du nicht mehr, oder wie? Doch, ich atme schon noch. Aber ich atme jetzt vielleicht nicht so in das Mikro. Ja, das könnte sein. Vielleicht. Vielleicht sollst du einfach aufhören zu Ansonsten atmen, dann hast du das Problem nicht mehr. ansonsten haben wir immer so ein einschläferndes in der Tonspur. Ah. Und dann schlafen die ganzen Zuschauer, die Millionen Zuschauer, die sich dieses Let's Play von uns angucken, schlafen dann ein. Ja, also wenn man nicht schlafen kann, Videos von Malkonde gucken. Und Mulenia. Ich atme ja nicht ins Mikro, ich versuche es zumindest. Ja, was klappt vielleicht nicht immer. So, Mulenia hat geguckt, wie es weitergeht. Ja, ich gebe es ja zu. Ich hätte das nicht gemacht. Boah. Ich hatte das tatsächlich nicht vor. Ja, ich hatte es auch erst nicht vor, aber ich habe die ganze Zeit überlegt und überlegt und überlegt. Oh. Das Verzeihung. hatten wir doch schon, Ich oder? wollte Ihnen keinen Schrecken einjagen. Was tun Sie hier? Legrand bat mich zu kontrollieren. So, ja, das hatten wir hier schon. Ist hatten wir schon. Ausgezeichnet. Ich hatte doch gespeichert beim letzten Mal. Ja. Beende doch einfach das Gespräch, oder? Nee. Was ich vor der ich würde das mal eben durchgehen. Ja. Ach so, da hatten wir gesagt, ja, es waren Gasflaschen, ne? Bin ins der Tra ja, natürlich. 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 Sind die sie der Stru alles Doktor, können Sie mir ein paar Streichhölzer da Oh nein. Ach, das heißt, da ist ja alles nicht Ach, gemacht. Was verdammt. Soll denn das? Beeilen Sie. Aber ich habe doch gespeichert. Komisch. Naja, gut. Machen wir jetzt erstmal halt. Moment, hier war jetzt die Schale. Genau, die brauchen wir. Hier ist bei der Vollbremsung eine Menge zu Bruch gegangen. Ja. Die Bombe. Die Gut. Bonbon. Die Bonbon. Whisky ist. Ja. Ja, nun nimm das schon an. Nimm hin den Alk. Hochprozentiger Rum. Ja, gut, den haben wir dann auch. Den kippen wir jetzt noch in die Schüssel. Das hatten wir ja nun alles schon Ein gemacht. Rum. Ja. So. So, Dann jetzt kannst du zünden wir das den an. anzünden. Wie ich vermutet habe. Gut. So, und jetzt müssen wir uns noch den Vorhang holen. Ja. Ach, den müssen wir noch einschmieren, dann mit dem Öl unten, ne? Genau. Dann machen wir das jetzt auch noch mal eben schnell. Es ist garantiert ist da auch was mit dem Speichern letztes Mal schief gegangen. Ja, wahrscheinlich. Also sei es nur meine Schuld, dass ich nicht gespeichert habe. Aber du hast gespeichert, bin ich mir recht sicher. Ja. So. Dann. Hä? So müssen wir jetzt hier erstmal. Warum geht denn das nicht? Ich bin mir sicher, dass ich die Waage. Ja. So, Moment. Jetzt vielleicht? Ja, jetzt In geht's. Ordnung, ich schmiere etwas. Gut, So, dann dann. zurück. Genau. So, und dann darfst du jetzt berichten. Dann zum Feuerlöscher. Dann zum Feuerlöscher. Genau. Den haben wir hier. Den müssen wir uns erstmal eben angucken. Ja. Der Stuhl ist entweder. So, und jetzt nimmst du den Feuerlöscher Gegen und. das Kohlefeuer könnte er nichts ausrichten. Ich könnte ihn höchstens hier. So, und dann? Auf den Stuhl. Auf den hier. Ja. Tja, hätte man auch eigentlich drauf kommen können, ne? Ja, hätte man. Wären wir aber nicht hetzte. drauf gekommen, nicht von alleine. Wahrscheinlich nicht. In Ordnung. Weiter. Ja, dann machst du jetzt den da dran, nehme ich mal an. Ja, das nehme ich auch mal an. Weiter habe ich nicht geguckt. Ab Gut. jetzt weiß ich nichts mehr.
So, und jetzt den da. Dann haben wir eine Fackel. Mhm. Zack. Das sieht doch schon mal hell aus. Ich bin der Herr des Feuers. Yay. Ja, so siehst du auch aus. Deswegen die wenigen Haare. Reine Vorsichtsmaßnahme. Mhm. So, dann gehen wir jetzt da runter. Dann dürften wir jetzt den Waggon hoffentlich abkoppeln können. Ja, auf jeden Fall sieht man besser. Was. Obwohl ich sagen muss, dass ich da noch nicht ganz sicher bin. Ein Hebel auf einer Manschette, die auf einem Gewinde entlangläuft. Ja. Dann. Ach so, wir können ja gar nicht. Erstaunlich primitiver Mechanismus. Vermutlich hat er sich bewährt. Vermutlich. So, dann abkoppeln. Ja, du musst. Da bewegt sich nichts. Die Kopplung steht unter Spannung. Ja, ist doch klar. Ich dachte, du weißt, dass du das Ding losmachen musst. Mit diesem Hebel kann ich die Koppel lösen. Ich dachte, dass das klar wäre. In Ordnung. So, dann jetzt aber. Wieso muss ich die nochmal angucken? Nee. Bestimmt voll die schmutzigen Hände jetzt. Na also, dann nichts wie weg hier. Gut, geschafft. Yay. Gucken, was jetzt kommt. Ach, den gibt's ja auch noch. Hören Sie bitte! Hören Sie! Robert, wie sieht's aus? Ich habe den Lokführer nicht finden können. Da bin ich selber auf die Lok und habe die Bremsen gelöst. In Ordnung. Gute Arbeit. Sie auch. Hören Sie bitte. Matti, wo ist Matt? Wo ist mein Sohn? Ganz ruhig, Mann. Ich bin sicher... Da! Hilfe! Matti! Was erkennen. Ist er jetzt ohnmächtig geworden? Ja, wahrscheinlich. Ich sag, ich konnte kaum was erkennen. Hm. Matt, wo bist du? Okay. Okay. So, wir können jetzt rausgehen. Theke schauen, das machen wir gleich. Mhm. Gucken, ob sich jetzt hier irgendwas verändert hat. Nö, aber scheinbar nicht. Matt? Bist du da? Nichts. Gut. Dann also weiter nach vorn. Okay. Ah, hier ist er ja. Ja. Da bist du ja. Was hast du dir nun dabei gedacht? Tja, na komm erst mal raus da. Ist er weg? Wer ist weg? Der Mann. Was für ein Mann? Da war ein Mann. Er hat gehustet. Einer von den Passagieren? Ich glaube, er kam vom Dach. Warum bist du eigentlich hier im Zug? Warum hast du nicht mit den anderen im Tunnel gewartet? Ich wollte doch meine Pistole haben. Deine... Wenn hier doch lauter Polizisten und Diebe und Explosionen und alles sind, dann brauche ich doch eine Pistole. Ist klar. Also schön. Ich bremse erstmal den Zug ab und dann unterhalten wir uns weiter, okay? Willst du rauskommen? Hm, gute Idee. Du hältst hier die Stellung. Yay. Das arme Kind, ey. Ja, das ist, Matt hat etwas beobachtet. Das könnte sich als sehr nützlich erweisen. Nur, wenn ich den Zug nicht bald abbremse, werde ich mit den Informationen in diesem Leben nichts mehr anfangen können. Ja, dann... Sollten wir mal sehen, dass wir das hinkriegen. Ziehe die Notbremse, das ist doch gut. Halt dich fest, Matt!
Anklage. Mist. Damit hat sich unsere Lage gerade extrem verkompliziert. Ich habe das fast erwartet, dass das nicht geht. Entweder haben die Notbremsen bei der Explosion etwas abbekommen, oder sie wurden sabotiert. Zumindest funktionieren sie nicht. Ich glaube, ich sollte versuchen, die Lok abzukoppeln. Ich meine, was soll ich sonst tun, um die Wagen abzubremsen? In die Lok gehen und bremsen? Das geht doch nicht, die brennt doch. Ach so. Ja, irgendwie sowas war das doch, oder nicht? Obwohl, da war ja der Dings auch drin. Der hat die Bremsen gelöst. Ja, ja. Wer weiß, was der gemacht hat damit. Mhm. Die Lok und der Kohletender brennen immer stärker. Der Fahrtwind hat die Flammen weiter angefacht. Ich muss die Wagen dringend zum Stillstand bringen. Früher oder später wird es die Lok zerreißen. Das würde ich ja gerne mal sehen. Ja, dann auf in den nächsten Wagen, oder? Das eine, nee, das ist auch nur ein Matt. Okay. Ah, Handtasche. Ich vermute, die Handtasche gehört Miss Miller, Matts Mutter. Lady Westmacott hat vermutlich eine kleinere Tasche und eine teurere. Ja, wahrscheinlich. Aha. Vielleicht können wir die ja an Matt geben, dass er sich etwas besser fühlt. Matt, schau mal. Danke. Halt mir damit den Rücken frei, in Ordnung? Wird gemacht. Jawohl. Den hätten wir schon mal ein bisschen beruhigt. Ja. So, ach, die Baronin, ist die eigentlich auch raus? Ja, die war, glaube ich, auch raus. Gehen wir da doch mal rein. Ja, geht nicht. Ja, fast klar. Ich vermute, das Gepäck der Baronin ist umgestürzt und blockiert die Tür. Ja, war irgendwie klar. Dann gehen wir mal hier rein. Gucken, ob der Typ noch im Zug ist. Scheint nicht. Trinke ein Glas Gin? So aussichtslos ist meine Situation nun auch wieder nicht. Okay. Alles klar. Gucken wir hier in den Eckschrank. Die Tanks scheinen nicht beschädigt zu sein. Das Wasser läuft noch. Und das ist jetzt wichtig, ja? Keine Ahnung. Ich finde das ganz übel mit diesem, mit diesen Lupen. Ja. Yeah. Wenn man immer nicht weiß, wo werden die angezeigt. Ich finde, die Karte übersieht man ganz schnell. Ja, das stimmt. Ein großes, weiches Handtuch. Sehr angenehm. Dann nimm das mal mit, ich wenn das so angenehm ist. Ich lege es mir um den Hals. Dann habe ich weiterhin beide Hände frei. Oh, du bist ein Held. Du hättest ja sonst auch notfalls Taschen. Versuch das mal nass zu machen. Ah, gute Idee. Mach ich sofort. Worauf hast du dich da nur eingelassen? Hättest du es nicht einfach gut sein lassen können? Aber nein, natürlich nicht. Und jetzt bist du hier. In einem außer Kontrolle geratenen Zug in den Alpen. Verantwortlich für ein Kind, das ohne dich verloren wäre. Worauf wartest du? Rette den Tag. Sei ein Held. Chaka, du schaffst das. So. Ich denke, das können wir in der Lok gut gebrauchen. Wasservoll. Um irgendwelche Bremsen zu betätigen. Die sind bestimmt heiß. So. Ja, dann gehen wir mal wieder raus, ne? Ja. Weiter nach vorn. Ich denke auch. Der muss sich immer erstmal um seine eigene Achse drehen, ne? Ja. So, was haben wir hier? Schönes. Leider keinen Geigenkasten. Nee. Der ist sehr chaotisch aus. Wir können aus dem Fenster gucken, das können wir auch meinetwegen gleich nochmal tun, aber hier ist sonst glaube ich auch gar nichts, ne? Also es sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Okay. Dann gucken wir nochmal aus dem Fenster. Ich glaube zwar nicht, dass das was bringt. Man kann vor lauter Rauch kaum noch aus dem Fenster sehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Kohle da vorne auf dem Tender brennt.
aber es müssen Tonnen sein. Gegen dieses Feuer kann ich nichts ausrichten.